Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mordors Schatten. Ja, wir befinden uns hier immer noch in der Festung, wo wir den letzten Häuptling getötet haben. Und Hork Höhlenratte ist entkommen, leider Gottes. Über den haben wir uns doch gerade erst die Information geholt. Aber irgendwie ist der entkommen. So. Wie gesagt, wir sind halt jetzt hier in der Festung. Was das Ganze jetzt nicht so einfach macht. Schützen! Ihr habt eure Bolzen einfach in den Schädel der Bestie, wenn sie zu nahe kommen. Welche Bestie denn jetzt schon wieder? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt, wie gesagt, den zweiten Häuptling getötet. Und zwar, hier ist die Stelle frei geworden. Tuka. Und die Frage ist jetzt, wir sehen da auf der Karte, wer näher dran ist. Der ist am weitesten weg. Dann haben wir noch Prack, der Hungrige. Und dann haben wir noch Felkrat Schädelbeuger. Stärken und Schwächen, anfällig gegenüber berittenen Bestien. Furcht vor Krauks, Furcht vor Ghoulen. Wir werden sicherlich keinen Krauk da anschleppen können. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Immun gegen Fernkampf. Schade, ruft Verbündete in der Nähe auf. Okay, das wird ein bisschen schwer, weil ich auch nicht weiß, wie kann man denn Ghoule hervorrufen? Kann man die irgendwie hervorrufen oder so? Naja, wie kann ich den jetzt als Ziel? Ziel markieren. So, da hinten müssen wir hin. Laut Karte. Ach klar, wir müssen uns die Rune noch holen. Deswegen muss ich hier nochmal runter. Die Rune dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die ist wichtig. Hier ist auch gerade keiner. Und dann sammeln wir die jetzt mal auf. Das stellt bei einer Klingenhageltötung 76% Fokus wieder her. So. Was haben wir denn generell jetzt noch bekommen? Nee, nicht das. Hier will ich auch nicht hin. Waffen und Runen. Da bin ich mit den Runen eigentlich sehr zufrieden. Verbesserungen. Oh, 25 Punkte. Und hier brauchen wir nur noch 73 Machtpunkte, damit wir die nächste Leiste freischalten können. Das wollen wir natürlich auch schaffen. Die ist erstmal raus hier. Hier liegen noch die ganzen Toten, die wir getötet haben. Klingt logisch. Ah, den hatten wir aber nicht erwischt. Stimmt. Das klettert der da hoch. Runter mit dir! So. Na komm her, wenn du dir einen Kampf erhofft hast. Zündest nichts an. Zack! Vergiss es! So, oh Gott. Jetzt kommen wir ein bisschen in Schwierigkeiten. Hier zündet niemand ein Leuchtfeuer an. Leute, ich bin eh gleich weg. Ich bin weg. Tschüss. Ich wollte mich eh nicht mit euch anlegen. Ich wollte nur den Egen killen. Oh, ich werde verfolgt, ne? Den Hammer. Und den haben wir auch noch. So. Damit hätten wir das wohl mal erledigt. So, auf der Karte sehe ich hier Kräuter. Dann wollen wir uns die doch mal holen. Aus Spaß. Die zwei interessiert es schon gar nicht mehr. So, dann wollen wir die erstmal. Wir brauchen mal wieder ein paar Pfeile. Das ist der Punkt. Und dann töten wir den jetzt mal noch fix. Dem links ist das sowas von egal. Es ist so großartig. Der dreht sich um. Habt ihr das gehört? Ey, da wird der Kumpel neben ihm zerfetzt und. Habt ihr das gehört? Ey, ich hab da was gehört. Habt ihr das auch gehört? Wie weit ist denn das so entfernt? Es ist so großartig. Die Uruks, die sind so selten dumm. Habt ihr es gehört? Ich hab doch was gehört. Könnte so ein Klingelton sein. Habt ihr es gehört? Ich hab doch was gehört. Habt ihr was gehört? Ich hab dir was gehört. Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Ich hab da was gehört. Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Tut mir leid. So. Unantastbar. Wen hat man jetzt hier?
Schädelbeuger, der war ja mit dem Fernkampf. Ist er nicht? Gule, weiß ich nicht, wie ich die herbekommen soll. Falsch. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Gut, dann gucken wir mal, ob wir was Berittenes in der Nähe finden. Ansonsten müssen wir einfach in den Kampf rein. Nützt ja nichts. Annehmen. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Stimmt, das war ja das. Gott. Wenn du mich fragst, muss es den Tag am Bein erwischt haben. Warum sollte er sonst wie ein Narr auf einem Kargo auf die Erde? Okay. Oh. 20 Leute töten, ohne Schaden zu nehmen. Darf ich das auch mit Pfeil und Bogen machen? Ja, es zählt. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht gezählt hätte. Ich wollte es aber trotzdem mal ausprobieren. Warum ist das eigentlich immer dunkel? Es ist... Finde ich nicht gut? Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen Urks hier solche Menschen hat. Zack. In den Deckung gehen. Runterfallen. Du sollst dich da runterfallen lassen. So, da haben wir aber nur zwei erwischt. So. Für schwache Maden ist hier kein Platz. Der hat Infos. Das ist ein Schütze, das ist gut. Da können wir uns den in Ruhe schnappen. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst ihn nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. Den da oben will ich. Komme ich jetzt da hoch? Nicht hier. Nervt langsam. Der schlendert aber hier gemütlich lang. Du auch. Wurden andere aufgescheucht? Ach, da unten ist schon wieder ein Häuptling. Hauptmann. Häuptling, Hauptmann, pipapo. So, ich muss das hier mal wieder alles ruhiger angehen. Es tut mir leid. Schieße Köder herab, um Karago anzulocken. Nee, gerade nicht. Ich will den aber nicht runterholen. Mit einer Schleichtötung. Ich muss mich von hinten ranschleichen. Denn ich möchte den Typen verhören. Was konnte ich denn da jetzt gerade einsammeln? Da stand doch gerade was. Was stand denn da? Ich habe es nicht gefunden. Wo ist es denn hin? Mann, ich will dich verhören. Wir müssen erstmal hoch. Und jetzt packen. Pack ihn dir. So, dann fix verhören. Ich sehe dich. So, da war doch noch einer, den wir getroffen haben, aber keine Informationen haben. Ja, Usuk, der Plünderer. Gut, gut, gut. Anfällig für Schleichtodesstöße, für Fernkampfangriffe, immer gut. Bin ich großer Fan von. Das reicht mir erstmal. So. Da unten sind eine Menge. Na, zwei. Hm. Sind halt nur zwei. Zwei Sklaven noch dabei. Ja, dann sollen die sich jetzt um die Karagors da kümmern. Das müsst ihr auch, glaube ich, mal zählen. Jetzt haben wir 6 von 20 und wenn er das jetzt macht, 7 von 20, gut, das zählt. Gut, gut, gut. Was haben wir da drüben noch? Können wir das zum explodieren lassen? Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Nutzlos, wenn sie leben und nutzlos, wenn sie tot sind. Lebt der Karagor noch? Ja, der kämpft sich da noch durch. Gut, gut, gut.
So gefällt mir das. Da haben wir noch eine Menge, um die wir uns kümmern können. Hier nehmen wir mal den Elbengeschoss noch mit. Wer ist denn das jetzt? Das ist ein Hauptmann, oder? Soll er gehen, ist mir auch egal. Ich probiere das jetzt, ob das funktioniert. Einen haben wir getroffen, dann haben wir jetzt den hier noch so getötet. So, wir haben noch 4 Geschosse. Ich muss mich erneut entschuldigen, dass ich gerade mal ein bisschen ruhiger bin. Ach stimmt, wir hätten ja auch diese Schattenangriffe. Ah, ist ja jetzt auch unnötig. So, die Karagor toben sich ja da hinten aus. So, hat man da drüben noch welche? Ja, ist mir auch egal, ob der Brandeisen entkommen ist oder nicht. Fokus deaktivieren, dankeschön. Oh, wo kommt der denn her? Ganz einfach. War jetzt die beste Variante. Ich war's nicht. Na komm, zack. Die machen den Rest erstmal. 2 fehlen noch. Begeben mich jetzt erstmal kurz nach hier oben. Ah, hier geht's doch lang. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der Typ denn auftaucht. Elbengeschoss einsammeln, sehr gut. Ja, ist er da unten. Den mögen sie jetzt wieder. Der kriegt sein eigenes Lied. Frage ist bloß, wo kriege ich jetzt den Karagor her? Nom 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 nom. Was macht denn der Karagor mit dem? Das ist ja krass. Du einen Fehler. Nein! Wie hat denn der sich jetzt so geheilt? Krass! Verdammt noch eins! Jetzt muss ich nochmal gucken, aber der war ja gegen Fernangriffe, war der ja immun, ne? Immun gegen Schleichen, immun gegen Fernangriff. Graux, Gule. Ach, wisst ihr was? Nützt nichts. Einfach angreifen. Zack, immer weiter. Boah, jetzt will der auch was von mir. Bisher hattest du Glück, doch jetzt sieht es schlecht aus. Wer sagt das? Na, gucke. So, jetzt sag nochmal, für wen es hier schlecht aussieht. Greift der mich an? Kann er sich nicht mal einen aussuchen? Mann! So. Jetzt nochmal hier überleben. Boah, nochmal. Und. Oh, nee. Warum sucht denn der mich aus? Oh, es ist doch zum Kotzen. So. Oh, Mann, ey. Alles zensiert durch den Busch. Oh. Warum hat das jetzt so geruckelt? Oh, die führen ein Duell aus. Mäh, weg. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ergebnisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführt. Oh!
die wir halt nicht verhindert haben. Okay. Es ist so geil. Es ist einfach so genial. Mann, das ärgert mich jetzt. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen. Blutrache-Aufträge lassen sich die Tode anderer Spieler rächen. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Finde ich aber auch sehr, sehr cool, dass wenn du hier das... Wer sieht mich denn jetzt schon wieder auf der da oben? Hat der eine Info für mich? Nee, den töten wir jetzt einfach. Nee, finde ich großartig, dass du dann einfach, klar, der Hauptmann hat dich besiegt. Und damit bekommt er Macht. Großartig. Ach, Seilrutsche benutzen. Dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, ich Idiot, ey. Es ist groß, ey, das Spiel macht so einen Spaß, ey, wir werden hier in die hunderten Folgen gehen. Das ist doch der Wahnsinn einfach nur. Das ist jetzt neu. Klar, und wenn wir die irgendwann nicht machen, dann funktioniert das halt und die kriegen ihre Punkte. Aber hier haben wir die Hork-Höhlenratte. Den Typen will ich mir jetzt schnappen. Der war auch, glaube ich, gar nicht... Der hatte doch hier diese Fernkampfschwäche, oder? Wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt? Unbekannt. Hier. Stärken. Erleidet Schaden durch Explosion. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Okay, immun gegen Fernkampf. Okay. Kann dich packen und herumwirbeln. Lässt bei Bedarf eine Wolke aus lebendem Gift los. Vom wo, bitteschön? Gruppenanführer ist von einem Gefolge umgeben. Also es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir an etwas scheitern, das ist klar. Und irgendwie bin ich begeistert, dass wir gescheitert sind. Wer labert denn hier schon wieder? Was ist denn den Waldläufer? Lasst uns unsere Schwerter kommen! Nö. Nö. Kein Ding. Sorry, da hat schon im Anschlag alles. Aber geil. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Also ich kann mich sehr viel begeistern für Spiele, wie ihr wahrscheinlich merkt. Das ist jetzt auch hier einfach dieser Fall. Jetzt gucke ich gerade mal. Jetzt schon 18 Minuten. Die Frage ist, schaffen wir das jetzt? Ja komm, das machen wir jetzt noch. Ich hab schon gemerkt, dass die Folgen bei Mord und Schatten alle ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Hinrichtung. Um Verräter, Feinde und Rivalen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, betätigen sich viele Uruks mit Freuden an als Henker. Wird ihm nicht Einhalt geboten, steigt der Henker eine Stufe auf. Okay, mach mal. Elitehauptmann. Deine Taten wirst du büßen! So. Höhlenratte. Hast Kraux. Der hat gar nicht so viele Schwächen. Das ist der Wahnsinn. Jetzt dreh dich nicht so. Wir müssen da jetzt einfach rein. Nützt nichts. Schon mal hier die ersten eliminieren. Komm her. Na gut. Eigentlich ist es egal, ob sie jetzt sterben oder später. Du wirst jetzt sterben.
So, erstmal hier die ganze Masse drumherum ein bisschen. Verdammt, ich muss mich jetzt konzentrieren hier mal. Jetzt lassen wir uns gerade mal in Ruhe. Dem können wir dadurch Schaden zufügen. So, zack. Die greifen uns gerade nicht an. Finde ich sehr sympathisch von denen. Und jetzt die Hinrichtung, damit nimmt er Schaden. Jetzt können wir uns schnappen. Und verhören, schnell. Nein, wir werden immer noch weiter angegriffen. Ja, funktioniert es denn jetzt nun oder funktioniert es nicht? Jetzt kommen halt andere dazu, das ist das Problem. Da müssen wir jetzt töten, nützt nichts. So. Dann haben wir ihn wenigstens erledigt. Hinrichtung gelöst. So. Gut, damit hätten wir das jetzt geschafft. Jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Das sammeln wir noch fix ein. Komm, sammeln's ein. Oh, lass dir nicht so viel Zeit. Verdammt. Wohin? Und jetzt. Damit wir dem Tod entkommen. Der zündet das... Ey, nein! Schlägt der nochmal zu, der Arsch. Hoch hier. Das war jetzt auch nicht so ganz optimal, das Ganze. Oh, hier erstmal für die Gesundheit. So. Da ist noch ein Hauptmann. Okay. Gut, nee, jetzt wollen wir uns hier wieder reinstürzen. Ich merke, ich sollte mich vielleicht noch nicht so ungestüm in so eine riesen Masse reinstürzen. Es scheint... Was macht der? Was? Ist da ein Trampolin oder was ist denn der jetzt so geflogen? Ich kann fliegen. Wahrscheinlich ist er hier einfach von dem Karagor abgesprungen, man weiß es nicht. Springt er jetzt auch nochmal so hoch? Nee, großartig. Och, ist das schön. Damit beende ich diese Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Mordors Schatten.